Heute schauen wir uns die Villa Sonnenschein aus der Peppa Woods bzw. Peppa Pig Serie an. Mit dabei ist jede Menge Zubehör und natürlich zwei kleine Spielfiguren. Aber ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus und schauen uns die Villa gleich in echt mal etwas genauer an. Dann nehmen wir mal die große Villa aus der Verpackung raus. Mit dabei ist noch eine kleine Treppe, ein Grill, ein Planschbecken, natürlich die Peppa Woods Figur, der kleine Schorsch und ein kleiner Schwimmreifen. Hier sehen wir schon die erste Funktion der Villa. Ihr könnt sie ganz einfach ausklappen und somit ist sie besser bespielbar. Da fliegt uns gleich das ganze Zubehör entgegen. Das bauen wir jetzt erstmal auf. Die Bodenplatte einsetzen fürs Bad. Und wie in jedes Bad gehört natürlich eine Dusche. Die ist auch mit dabei. Dann setzen wir noch die Treppe an. Und die Bodenplatte fürs Kinderzimmer. Einfach einschieben. Mit dabei ist ein Bett bzw. ein 2-Etagen-Bett. Da könnt ihr noch eine kleine Treppe anstecken. Dann unten haben wir viel Platz für das ganze Zubehör. Eine Liege, ein Strandhocker, ein Tisch und natürlich der Grill darf nicht fehlen. Dann haben wir noch das Planschbecken, Schwimmreifen und die beiden Figuren. Mit dabei ist auch noch ein kleiner Griff, den könnt ihr ans Dach des Hauses bzw. der Villa anstecken und dann die Villa im zusammengeklappten Zustand nehmen. Aber wir schauen uns erstmal die Räume noch etwas genauer an. Oben das Bad mit einem Waschbecken, der Dusche und natürlich der Toilette. Rechts daneben befindet sich das Kinder- bzw. Schlafzimmer mit dem 2-Etagen-Bett. Auch hier könnt ihr die Spielfigur über die Treppe hinaufsteigen lassen. Und im Bett ist natürlich genug Platz für beide Spielfiguren. Dann haben wir noch die Küche mit Wasserhahn, Geschirrspüler, Herd und einem Kühlschrank. Und in der Seite haben wir noch die Aussicht in der Glasfront aus der Villa. Und auch in den Liegen kann Peppa und Schorsch entspannen oder sich am Grill etwas zubereiten oder sich im Planschbecken vergnügen. Dann räumen wir mal die Villa wieder aus und schauen uns mal an, wie das mit den Zusammenklappen funktioniert. Einfach beide Hälften nach innen klappen und den Hebel zur Seite legen. Das wäre es auch im Großen und Ganzen von der Villa Sonnenschein. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.